Herzlich willkommen und Gottes Segen beim Hören dieser Folge von Max 15. Maximal 15 Minuten mit Gott. Diese Folge behandelt Tipps zum Bibellesen und geht der Frage nach, wie hat man etwas davon? Wie oft hört man von gläubigen Menschen, dass sie biblische Aussagen aus Büchern oder Predigten überprüfen und studieren wollen. Der gute Wille dazu mag vorhanden sein, oft fehlt es aber am Handwerkszeug für die praktische Durchführung. Ich möchte mit dieser Folge eine Hilfe dazu anbieten, wie jeder einfache Gläubige mit Ernst und Ausdauer seinen Vorsatz umsetzen kann. Wie sollen wir also die Schrift lesen? Wie sollen wir damit umgehen? Zuerst einmal mit demütigem Herzen an die Sache herangehen, mit einem gelehrigen, andächtigen Geist. Nicht denken, dass unsere Meinung und Ansichten unfehlbar sind. Einzelne Personen sind nicht Hüter von Wahrheit und Erkenntnis. Es sollte kein Studium sein, um die eigene vorgefasste Meinung zu bestätigen, sondern es geht um das Studieren, um zu lernen, was Gott gesagt hat. Und Studieren kann zu Meinungsverschiedenheiten und Uneinigkeit führen. Dazu einige Zitate. Die Zitate stammen aus dem Buch Zeugnisse für Prediger von Ellen White. Und zwar sind alle Zitate zwischen der Seite 87 und der Seite 92. Dieses Zitat zuerst. Sollte dies, nämlich das Studieren zur Uneinigkeit führt, das Resultat des Studiums sein, dann je eher, desto besser. Wenn solche da sind, deren Glauben an Gottes Wort einer schriftgemäßen Untersuchung nicht standhält, je eher sie offenbar werden, desto besser. Denn dann ist der Weg geöffnet, ihnen ihren Irrtum zu zeigen. Wir dürfen nicht meinen, dass eine einmal bezogene Stellung, eine einmal vertretene Meinung nicht und unter keinen Umständen aufgegeben werden darf. Ein anderer Tipp. Eine Ansicht über die Schrift ist unabhängig von der Person zu prüfen. Zitat: Gott wünscht, dass wir die Wahrheit um ihrer selbst willen annehmen, eben weil es die Wahrheit ist. Zitat Ende. Aber nicht, weil es ein hochgestellter oder eine höhergestellte Person sagt. Und umgekehrt auch. Wenn ein einfaches Gemeindeglied oder ein einfacher Gläubiger etwas vorgibt, dann geht es nicht darum, es gleich abzulehnen, sondern eben zu prüfen. Die Bibel sollte zu ihrem eigenen Ausleger gemacht werden. Zitat: Wir sollten die Ansichten solcher, die die Schrift erklären, nicht als Gottes Stimme betrachten, denn sie sind gleich uns irrende Sterbliche. Die große Gefahr unseres Volkes war immer, sich auf Menschen zu verlassen und Fleisch zu ihrem Arm zu machen, die nicht die Gewohnheit hatten, die Schrift für sich selbst zu erforschen oder den Beweis zu erwägen, setzen Vertrauen in die leitenden Männer und nehmen die Entscheidungen an, die sie treffen. Dadurch verwerfen viele gerade die Botschaften, die Gott seinem Volk sendet, wenn diese leitenden Brüder sie nicht annehmen. Ein anderes Zitat zu diesem Thema: Gott möchte, dass wir uns auf ihn anstatt auf Menschen verlassen. Er wünscht uns ein neues Herz und er möchte uns Offenbarungen des Lichtes vom Throne Gottes geben. Wunderbar. Ehe neue Ansichten vorgebracht werden, sollten sie gründlich studiert werden und gut vorbereitet anhand der Bibel bewiesen werden. Niemand darf den Anspruch erheben, dass er alles Licht besitzt, das für Gottes Volk bestimmt ist. Ein weiterer Tipp: gemeinsam studieren. Wieder ein Zitat: Wir sollten uns niemals weigern, die Schrift mit jenen zusammen zu erforschen, von denen wir annehmen können, dass sie aufrichtig nach Wahrheit suchen. Gesetzter Fall, ein Bruder hegt eine Ansicht, die denjenigen widerspricht, und er käme zu dir mit der Bitte, dich mit ihm niederzusetzen und jenen Punkt der Schrift zu untersuchen. Wäre es da wohl angebracht, aufzustehen und von Vorurteil erfüllt, seine Ansichten zu verdammen, während du dich weigerst, ihm aufrichtiges Gehör zu schenken? Der einzige richtige Weg wäre der, als Christen miteinander niederzusitzen und die vorgebrachte Stellung im Licht des Wortes Gottes zu studieren, was die Wahrheit offenbaren und den Irrtum entlarven wird. Seine Ansichten lächerlich zu machen, würde nicht im geringsten seine Stellung schwächen, wenn sie falsch wäre, noch deine Stellung stärken, wenn sie richtig ist. Wenn die Säulen unseres Glaubens der Prüfung durch eine Untersuchung nicht standhalten können, ist es höchste Zeit, dass wir es wissen. Ein nächster Tipp:
mit Ehrfurcht studieren. Sich der Gegenwart Gottes bewusst sein. Es geht auch darum, alle Leichtfertigkeit zu vermeiden. Und es geht auch darum, geduldig zu studieren, Geduld zu haben. Und natürlich ist auch Nachsinnen und ernstes Gebet erforderlich. Vor dem Öffnen des Wortes geht es darum, um Erleuchtung des Heiligen Geistes zu bitten. Wieder ein Zitat. Der Geist, mit welchem ihr an die Untersuchung der Schrift herangeht, entscheidet über die Natur des Helfers, der euch zur Seite steht. Engel aus der Welt des Lichts werden bei denen sein, die demütigen Herzens nach göttlicher Leitung trachten. Aber wenn die Bibel ohne Ehrfurcht, mit dem Gefühl der Selbstgenügsamkeit und mit einem Herzen voller Vorurteil geöffnet wird, ist Satan euch zur Seite und wird die klaren Darlegungen des Wortes Gottes in einem falschen Licht erscheinen lassen. Eigene Ansichten dürfen wir nicht über die Schrift stellen. Und es geht auch darum, für sich selbst zu forschen. Wieder ein Zitat. Junge Männer sollten die Schrift für sich selbst erforschen. Sie sollten nicht denken, dass es genügt, wenn jene, die an Erfahrung älter sind, die Wahrheit herausfinden und dass die Jüngeren sie von ihnen als etwas, das Autorität besitzt, annehmen können. Die Juden gingen als Nation zugrunde, weil sie von den Obersten, Priestern und Ältesten von der Bibelwahrheit weggeführt wurden. Hätten sie Jesu Unterweisungen beachtet und die Schrift für sich selbst erforscht, wären sie vor dem Untergang bewahrt geblieben. Wir müssen die Wahrheit für uns selbst erforschen. Wir sollten niemand anderes überlassen, für uns zu denken. Es geht aber auch darum, um die Wahrheit zu ringen. Wieder ein Zitat. Wir sollten miteinander beraten und einander untertan sein. Gleichzeitig sollten wir die uns von Gott gegebenen Fähigkeiten nutzen, um zu erkennen, was Wahrheit ist. Jeder von uns braucht göttliche Erleuchtung von Gott. Wir alle müssen persönlich einen Charakter entwickeln, der am Tage Gottes einer Prüfung standhalten kann. Wir sollten uns nicht auf unsere Meinung versteifen und denken, dass niemand das Recht habe, sich einzumischen. Ein anderes Zitat. Wenn ein Lehrpunkt, den du nicht verstehst, zur Sprache kommt, geh vor Gott auf deine Knie, damit du die Wahrheit verstehen mögst und nicht als jemand erfunden werdest, der, wie einst die Juden, gegen Gott streitest. Und nun noch ein drittes Zitat zu diesem Punkt. Und Jesus wird auch uns sehen, wenn wir ihn im Kämmerlein um Licht bitten, dass wir wissen mögen, was Wahrheit ist. Wenn du Glied einer Kirche, einer Gemeinde bist, dann musst du wissen, was in dieser Kirche und der Gemeinde gelehrt wird. Zitat: Wenn ein Bruder Irrtum lehrt, sollten die Männer in verantwortlichen Stellungen es wissen. Und wenn er Wahrheit lehrt, sollten sie sich auf seine Seite stellen. Wir alle sollten wissen, was unter uns gelehrt wird. Denn wenn es Wahrheit ist, brauchen wir es. Der Sabbatschullehrer sollte es wissen und jeder Schüler der Sabbatschule sollte es verstehen. Wir sind Gott verpflichtet, zu verstehen, was er uns sendet. Sabbatschullehrer ist ein Gesprächsleiter bei den Siebenten-Tags-Adventisten, denn ihr erster Gottesdienstteil heißt Bibelschule und da wird ein vorbereiteter Abschnitt oder ein vorbereitetes Thema in der Gruppe besprochen. Früher hat das Sabbatschule geheißen, heute nennen sie es Bibelschule. Ganz wichtig auch, verwende den dir gegebenen Maßstab. Zitat: Ja, nach dem Gesetz und Zeugnis. Werden sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben. Aber wenn die Lehre dieser Prüfung standhält, seid nicht so von Vorurteil erfüllt, dass ihr einen Punkt nicht anerkennen wollt, nur weil er nicht mit euren Ansichten übereinstimmt. Wir sehen, es ist hier ein offenes System und es geht darum, einander anzunehmen, miteinander zu studieren und auch der Wahrheit nachzugeben.
Ein vorletzter Punkt, strebe nach mehr. Sie schreibt in diesem Buch, Zeugnisse für Prediger, es ist keinem Verstand möglich, alle Reichhaltigkeit und Größe auch nur einer göttlichen Verheißung zu ergründen. Jemand sieht die Herrlichkeit von einem Gesichtspunkt aus, ein anderer die Schönheit und Anmut von dem Seinen, und die Seele wird mit himmlischem Licht erfüllt. Wenn wir alle Herrlichkeit sehen könnten, wäre es zu viel für unseren Geist. Aber wir können weit größere Offenbarungen von Gottes reichen Verheißungen ertragen, als deren wir uns jetzt erfreuen. Es macht mein Herz traurig, wenn ich daran denke, dass wir die Fülle der Segnungen, die für uns vorgesehen ist, aus den Augen verlieren. Wir geben uns mit augenblicklichen Blitzen geistlicher Erleuchtung zufrieden, während wir doch Tag für Tag im Lichte seiner Gegenwart wandeln könnten. Hier ein Auftrag, in der Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern vorwärts zu gehen, zu forschen, sich auszutauschen, um mehr und mehr von diesem Wort zu erkennen und ins Leben einzubauen. Letzter Punkt für diese Folge. Bete wie nie zuvor. Wieder ein Zitat. Liebe Brüder, betet wie nie zuvor, dass die Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit das Wort erleuchten möchten, damit ihr imstande seid, seine wahre Bedeutung zu erfassen. Jesus bat, dass seine Jünger durch die Wahrheit, das göttliche Wort, geheiligt werden möchten. Wie ernstlich sollten wir deshalb darum bitten, dass er, der da erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit, dessen Amt darin besteht, Gottes Volk an alles zu erinnern und es in alle Wahrheit zu leiten, bei uns sein möchte, während wir sein heiliges Wort studieren. Wieder ein Hinweis darauf, für den Heiligen Geist zu bitten, um den Heiligen Geist zu bitten, um in der Gemeinschaft tiefer in das Wort eindringen zu können. Fazit dieser Folge: Es gibt hier viele Punkte, die einfach sind, die jeder Einzelne umsetzen kann. Es gibt aber auch Punkte, die in der Gemeinschaft notwendig sind. Und es geht darum, in der Gemeinschaft, in einer Glaubensgruppe, in einer Kirche, in einer Gemeinde, gemeinsam in diesem Wort zu lesen. Die Adventisten haben da einen Vorteil vor vielen anderen Kirchen, weil sie eben diese Bibelschule haben, wo sie gemeinsam studieren und wo jeder die Möglichkeit hat, für sich etwas zu erkennen. Und dann im Austausch, im ersten Teil ihres Gottesdienstes, können sie das zusammentragen und können sozusagen ihre Erfahrungen bündeln und ihre Erkenntnisse bündeln. Und ich habe das selber schon oft erlebt, dass dort sich Dinge auftun für das Verständnis des Wortes Gottes, das ich alleine sonst nicht herausgefunden hätte. Deswegen ist diese Gemeinschaft so wichtig, das Studieren in der Gemeinschaft. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich wünsche euch allen, dass ihr so eine Gemeinschaft findet, mit der ihr gemeinsam das Wort studieren könnt. Studieren im leidenhaften Sinn, aber doch mit Ernst und geführt durch den Heiligen Geist. Alles Gute und Gottes Segen bis zur nächsten Folge von Max 15.